Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Bhaktavinoda Shri Shri Radha Krishna Gopagopinath Shyama Kundaradha Kundaradha Vrindavanam Vijay Maduradam Vijay Navitam Vijay Gopamai Vijay Yamanamai Vijay Tulasi Devi Vijay Bhakti Devi Vijay Samaveda Bhaktavinoda Vijay Gopagopinoda Namaste Saraswati Devi Namaste Saraswati Devi Paschacharya. So we continue with the Transcendental Diary by Hari Sarvabhauma. Shabbos was the Stivaigres A.C. Bhakti Vedanta Sarvabhauma Bhakt. August 1976 to October 1976. 1976 kam Prabhupada nach Neumaipur in Frankreich. You understand? No? Oh, yes. Oh, yeah. 76? Bafilo 76. Da wurde Prabhupada schon auch in der Sänfte getrennt. Da waren wir in Neumaipur, ein Riesenschloss. Was haben wir da? Riesenschloss. Und da kamen wir alle dahin. Und da wurde Prabhupada, da ging Prabhupada gesundheitlich sehr gut. Da trugen sie ihn auf der Sänfte und setzten ihn vor uns. Und die ganzen Leute sind gekommen, weil die saßen alle rundherum. Und Prabhupada saß da, ne? Die wurde ich dann angeschaut. Und dann erst in Kirtan und dann alle angeschaut und dann sprach Prabhupada ein bisschen. Und ich kann mich noch erinnern, da war ein Devoti, der kam von, ich glaube von der Türkei, das war ein türkischer Devoti. Und der, da durften wir fragen, Prabhupada Fragen stellen. Und da hat er die Frage gestellt, wenn zwei Devotis, wenn dann nur ein Fahrrad ist und zwei Devotis sind, dann beide bestehen darauf, das Fahrrad zu benutzen für ihn, hinter uns vor dem Dienst. Ne? Was soll man da machen? Ne? Und da hat Prabhupada gar nicht so direkt darauf geantwortet, hat einfach nur gelächelt. Ne? Also ich kann mir nicht erinnern, was er darauf geantwortet hat, nur ganz kurz, was er gesagt hat. Und dann saßen wir alle ganz dicht vor Prabhupada. Prabhupada saß da und hatte alles Sandelholz aus seiner Stirn. Das ist ein kühlender Effekt. Ja. Und dann trugen sie ihn wieder hoch, wieder in das Schloss. Und dann hatte Harikesh, der hatte was organisiert für mich. Ja, er wollte mich Prabhupada vorstellen, weil ich war gerade aus Polen gekommen. Ja, hatten wir zum Polen geprägt. Und dann wollte Hare Krishna mich dann hochnehmen zu Srila Prabhupada und erzählen von der Predigt in Polen. Und da wurde ich so emotional, dass ich das gehört habe, dass ich mit Prabhupada sprechen sollte. Und dann habe ich so geschämt, so Prabhupada gehen zu. So. Ja, und dann wurde es irgendwie, das kam nicht zusammen. Ja. Und dann hat Prabhupada, da gibt es Bilder von. Ich hab tausende von Bildern von Prabhupada in meinem Computer. Und in Mexiko, kurz bevor ich hergekommen bin, da wollten die Devotis, dass ich ihnen die Bilder zeige von Prabhupada und ein bisschen drüber spreche. Ne? Und dann hatte Aravinda, der kommt hier jetzt,
Da hat er mir gesagt, ja, guck mal, ich muss die ordnen, die Bilder, und dann sollst du immer Vorträge halten mit den Bildern. Ja. Und dann und da gibt es ein Bild, ne, das war eine riesige Einweihung, die Prabhupada da gemacht hat. Ne, da saß Prabhupada auf einer Sänfte, ne, oder irgendwie so einen besonderen Stuhl. Das hat er nicht die Beine gekreuzt, sondern saß da. Und dann hatten die so ein Tuch da gelegt, so ein ganz langes Tuch, ne, von Prabhupada. Ne. Und da saßen die ganzen, die wurden ja da eingeweiht werden sollen. Ne. Ja, das war eine riesen Einweihung. Anyway, das ist 76. Und dann musste ich hatte einen Termin, ich musste wieder in irgendein kommunistisches Land zurück. Und dann mitten während der Besuchs von Prabhupada musste ich weg. Ne? Und dann wollte mich keiner fahren, weil keiner wollte weg von Prabhupada. Und dann musste Hare Krishna, musste dann kommen und musste jemand den Order geben, wie sagt man, den Befehl geben, du fährst jetzt den Suchandani, du fährst jetzt da, ne, zum Bahnhof. Entschuldigt, dass ich hier so ein bisschen ausgeschweift bin. Aber das Datum hat mich daran erinnert. 76. Und über Prabhupada nur ganz kurz mit uns. War ganz kurz, das waren nur 12 Jahre, die Prabhupada da war. Im ersten Jahr passierte kaum was in New York. Und dann fing Prabhupada an, erstmal in Amerika, die wollte ich sagen, du gehst nach Boston, du gehst dahin, in Temple Service. Und dann hat er auch, dann Shivananda hat er auch den Auftrag gegeben, oder nach Deutschland zu gehen. Das war der erste, die wurde hier. Das war sehr, sehr abenteuerlich zu der Zeit. So, das Lesezeichen steht hierbei. Da ist Prabhupada in Vrindavan, Sri Vrindavan Dharma. Gopal Krishna raises practical point about Yashoda Nanda Swami. Gopal Krishna hat uns auch schon verlassen. Gopal Krishna war ein sehr aktiver Yogi. Ich kann mich noch erinnern, er kam dann nach Deutschland. Und da war unser GVC, das war Jai Tirtha. Und dann wollten die, dass ich mitkomme. Die hatten irgendwas in Berlin, irgendwas zu unterschreiben. Und irgendwas war das. Ne? Und dann kam Gopal Krishna, war speziell aus dem Grund gekommen. Und dann fuhren wir da nach Berlin. Da war kein Tempel zu der Zeit. Und dann saß man in einem Apartment. Ne? Und da war kein Programm gehabt und so. Haben wir gedacht. Ne? Und plötzlich fing der Gopal Krishna Marsch an zu singen. Samsara Dhamma. Das war sehr eindrucksvoll, ne, dass er, nur obwohl wir gar nicht, die Devotees gekleidet waren und so, ne, hat er angefangen, Samsara zu singen. Das kann ich immer noch erinnern. Er war so enthusiastisch. Ne. Der hat uns wieder auf die richtige Bahn gebracht da zu dem Zeitpunkt. So, Gopal Krishna raised a practical point about Yashoda Nanda Swami's party of about 10 men who are planning to stay here on the month's break before heading north for more preaching. He wanted to know how to deal with that because with the new budget, it was going to strain temple resources to support them. Ja, der Yashoda Mahi, der reiste mit anderen Sanyasi. Der hat dann später auch, die haben auch Sangha dann gemacht in Tokio zu den Zeiten. So, ne, hier macht sich der GBC, Gopal Krishna, macht sich Sorgen, wenn die hier sind. Wir können die nicht finanzieren. Wir haben kein Budget, wir haben nicht genug Geld dazu. Und dann, while sympathetic to their desire to have a short das ist ein Wort, was ich nicht kenne. Ja, tus. In their travel, Prabhupada said that they should go out and preach. And being in some
and bring some collection. He said, they may stay for 1 week. 1 month is too much. That is laziness. No, that means Prabhupada wanted them to not stay in one place and become lazy and eat a lot, sleep a lot. Prabhupada wanted that group to be out, chant and travel. At this talk, as this talk went on, an Indian Grihastha, Ishwara Chandradas, arrived. He has been living in Mathura for the last couple of years with his wife and children, trying to establish some business, but so far he has been unsuccessful. Prabhupada interrupted his management meeting to speak with him. He spoke frankly, as a Shudra or one who cuts, asking why the man did not join with the preaching work. You are trying in your own way, but Krishna does not like that program. You can manufacture you something, you can manufacture your something idea, but Krishna will allow or not. I tell you, this is practical. You are qualified man, foreign educated man, and you have come back for the last He quoted a verse to the effect that one has to see the material world as having no value. If anyone wants to go, if anyone wants to go to Bhagavan, then he has to make this material world voluntary nothing. Niskinchana meant nothing. Kinchana means something, and nidhi means not. Then nothing. So one who has made this material world as nothing, how is this made? Brahma Buddha Prasanatma. Because with this something, as soon as one will stick to this something, he'll suffer. Sada samud vina diyam asad grahat. Because he has accepted this material situation, Sat samud va yam asati virahat. Because he has accepted this rascal situation, asat. Asat means either temporary or bad. Asat, temporary or useless. So this material world is temporary, we can know it is, but it is useless. That we do not know. Therefore we struggle. Let me go, let me fight. Fight, fight, fight. That is Maya. No, so these devotees actually are very fortunate, you know, to be able to talk and associate personally with Srila Prabhupada. And Prabhupada, you know, is explaining to him here, you know, that he should take an active part, you know, in the preaching. And not be, how you say, enamored, not in this material world, material things. And like Prabhupada said, this material world is useless. No, in what sense is useless? As long as it is not connected with Krishna, it's useless and the cause of so much suffering. Actually, the practical value, of this material energy, it becomes manifest when we occupy everything in the service of Krishna. Okay, I'll stop here. Any questions? Because it has bigger letters. Huh?
Ja, klar. Also Arthur hat der, obwohl der Paul Hausgärtner war, Familie und Frau, hat das Paulpaar lieber gesehen, dass der predigen geht, weil er hatte ja keinen Erfolg mit seinem Geschäft. Ne? Ja. Ja. Auch die Haushalte. Und die früher. Die wurden auch unterwiesen von Frau, weil er wohin zu gehen hat. Ja, zumindest solange keine Kinder da waren. Ne? Wenn noch keine Kinder da waren, dann war das sehr praktisch. Im Grunde war das sehr eindrucksvoll. Wenn Haushälter reisten und predigten. Ja. Vor allen Dingen gaben die ein gutes Beispiel. Ne? Ja, in der Beziehung zu ihrem Ehepartner. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war mal eine Konferenz gegeben, das war in Argentinien. Eine ganze Halle voll, ach, das war eine Universität oder irgendwie so. Und dann nach dem Vortrag, dann haben sie gefragt, so und wie ist das mit dem Haus, wie sagt man, ihr Haushälterleben? Ne? Und da hatte ich ein Ehepaar mit. Ne? Und dann habe ich denen das Wort übergeben. Ne? Und das war überzeugend für die Leute. Ne? Wenn ich darüber gesprochen hätte, so Wort, ne? Warum machst du das nicht, wenn du da sagst? Ne? Ja, wenn man mehr Erfahrung hat, ne? Wenn man das verwirklichtes Wissen ist, dann ist es viel überzeugender. Hat eine Frage? Ich habe mich nur gewundert, wie die Frau, der hat ja ein Kind, wie die dann über Wasser gehalten werden. Das dann hier hat ich gehört, man hat ein Kind? Weiß ich nicht. Ja. Ah, ja. Ja, das war zur Zeit Parabatz, war das alles ein bisschen anders. Der war ja vielleicht auch, weil er sehr intelligent war, hat man dann aufspannen oder was ist das? Ja. Und vor allem gesagt, Parabatz, ne? Du bist erzogen, educated, ne? Ist educated. Ne? Und deshalb sollte man auch seine Education, die sollte man auch im Dienst Krishna stellen. Sehr eindrucksvoll. Ne? Wenn Leute einen Titel haben, also einen Doktortitel oder diese ganze Erziehung haben, das ist sehr eindrucksvoll. Genau wie zum Beispiel im Sonntagsfest hier. Jeden Sonntag, wenn die Bodhis präsentiert werden, die dann eine Klasse geben sollen, dann heißt immer, oh, der hat Satchinan, also der Tempelpräsident gesagt, ja, und der hat Philosophie studiert. Ne? Interessant. Und er ist schon 30 Jahre Devoti. Ne? Also als wenn das nur einfach Bhakta Josef ist, der dann Vortrag hat. Ne? Dich sollten wir auch so vorstellen. Ne? Das ist Ekayani. Ne? Und die war Lehrerin. Ne? Du warst nicht Lehrer? Ja? Die war Lehrerin. Ne? Und jetzt wird sie uns was lernen hier. Ne? Ja. So, jetzt ist das jetzt aufgenommen, was Sie hier? Es wird aufgenommen. Ah ja, aber nicht gleich. Aber es ist nicht klar. Okay, so jetzt lesen wir aus dem Bhagavatam. Und in diesem Kapitel hier sind die Texte sehr, sehr lang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, this is Srimad Bhagavatam, 6th Canto, 9th Kapitel, 39th Vers. Wir können ja mal versuchen, das zu chanten. Ata hava vata vava himamrita. Ich glaube, ich habe hier Vers 40. Ach, 40 sind wir schon. Tribhuvanatma Bhavana Trivikama. Tribhuvanatma Bhavana Trivikama. Vidayana
Samayoyam miti svatma maya ya. Samayoyam miti svatma maya ya. Param dandam dandadara Tadartha evam enam api bhagavan Jahi dvashtram utaya dimanyase Jemand? Bhumatma bhavanatri vikrama Trinaya trivoka manuharanu bhava Savaiva dibhuta yodhijita dhanunca Dhanunca dhanyas Daiva dibhuta yodhijita dhanunca Tribhuvana Atma Bhavana. O Lord, you are the shelter of the three worlds. Because you are the super soul of the three worlds. Trivikrama. O Lord, you assume the form of Vamana. Your power and opulence are distributed throughout the three worlds. Trinadaya, Triyanayana, O maintainer and seer of the three worlds. Triloka Manoharanubhava. O you who are perceived as the most beautiful within the three worlds, Tava, of you, Eva, certainly, Vibhutaya, expansions of energy, Ditija Danuja Adaya, the demoniac sons of Diti, and the Danavas, another type of demon, Cha and Api, also the human beings, Tesham, of all of them, Upakrama Samya, the time of enterprise. I am this, iti, thus, svatma mayaya, by your own energy, surana namriga mishrita, janak chara akribihi,
With different forms like those of the demigods, human beings, animals, mixtures, and aquatics. The incarnations Vamana, Lord Ramachandra, Krishna, Varaha, Hayagriva, Nrisimha, Matsya, and Kurma. Yatha apararam, according to their offenses. Dandam, punishment. Dandadara, O supreme chastiser. Dadharta, you awarded. Evam, thus. Enam, this one Vritrasura. Api, also, Bhagavan, who Supreme Personality of Godhead, Jahi, killed Twashtram, the son of Twashtra, Buddha, indeed, Yadi Manyase, if you think it proper. Translation. O Lord, who personified three worlds, Father of the three worlds, O strength of the three worlds, in the form of the Vamana incarnation, O three-eyed forms of Nrisimhadeva, O most beautiful person within the three worlds, everything and everyone, including human beings and even the Daitya demon, the demons and the Dhanavas, is but an expansion of your energy. O supremely powerful one, you have always appeared in your forms as the various incarnations to punish the demons as soon as they become very powerful. You appear as Lord Vamanadeva, Lord Rama, and Lord Krishna. You appear sometimes as an animal like Lord Boa, sometimes a mixed incarnation like Lord Nrisimhadeva and Lord Hayagriva, and sometimes an aquatic like Lord Fish and Lord Tortoise. Assuming such various forms, you have always punished the demons and Dhanavas. We therefore pray that your Lordship appear today as another incarnation. If you so desire to kill the great demon Vritrasura, there are two kinds of devotees known as Sakama and Akama. Pure devotees are Akama, whereas the devotees in the upper planetary systems, such as the demigods, are called Sakama, because they still want to enjoy material opulence. Because of their pious activities, the Sakama devotees are promoted to the higher planetary systems. But at heart, they still desire to lord it over the material resources. The Sakama devotees are sometimes disturbed by the demons and Rakshasas, but the Lord is so kind that he always saves them by appearing as an incarnation. The Lord's incarnations are so powerful that Lord Vamadeva covered the entire universe with two steps and therefore had no place for his third step. The Lord is called Trivikrama because he showed his strength by delivering the entire universe with merely three steps. The difference between Sakama and Akama devotees is that when Sakama devotees, like the demigods, fall into difficulty, they approach the Supreme Person of Godhead for relief, whereas Akama devotees, even in the greatest danger, never disturb the Lord for material benefits. Even if an Akama devotee is suffering, he thinks this is due to his past impious activities and agrees to suffer the consequences. He never disturbs the Lord. Sakama devotees immediately pray to the Lord as soon as they are in difficulty, but they are regarded as pious because they consider themselves fully dependent on the mercy of the Lord.
As stated in Srimad Bhagavatam, Tatenu Kampam Susamikshamano Bunjana Evatma Kritam Vipakam Ridavakvapurabhira Viradhan Namaste Jivetayum Muktipade Sadaya Bhag. Even while suffering in the midst of difficulties, devotees simply offer their prayers and service more enthusiastically. In this way, they become firmly fixed in devotional service and eligible to return home, back to Godhead, without a doubt. Sakama devotees, of course, achieve from the Lord the results of their desire from their prayers, but they do not immediately become fit to return to Godhead. It is to be noted herein that Lord Vishnu, in his various incarnations, is always the protector of his devotees. Srimad Vachaya says, Vividham Bhava Patravad Sarva Vishnu Vibhutayaha. Krishna is the original personality of Godhead, Krishna Stu Bhagavan Swayam. All the other incarnations proceed from Lord Vishnu. So I just read the translation. O Lord, O personified three worlds, Father of the three worlds, O strength of the three worlds, in the form of the Vamana incarnation. O three-eyed form of Nrisingadeva, I am O most beautiful person within the three worlds. Everything and everyone, including human beings and even the Daitya demons and the Dhanavas, is but an expansion of your energy. O supremely powerful one, you have always appeared in your forms as the various incarnations to punish the demons as soon as they become very powerful. You appear as Lord Vamanadeva, Lord Rama, and Lord Krishna. You appear sometimes as an animal like Lord Boa, sometimes a mixed incarnation like Lord Nrisingadeva and Lord Hayagriva, and sometimes an aquatic like Lord Fish and Lord Tortoise. Assuming such various forms, you have always punished the demons and Dhanavas. We therefore pray that your Lordship appear today as another incarnation, if you so desire to kill the great demon Vritarasura. So here we hear the continuation of the prayers. Deutsch. Yeah. So hier hören wir die Fortsetzung der Gebete der Halbgötter zu Krishna. Und was war das Problem, das diese Halbgötter hatten? Die fühlten sich bedroht von Vritarasura, Dämonen. Ja, und dieser Vritarasura war ein sehr spezieller Dämon. Er war nicht im Herzen ein Gott geworden. Und er erfüllte nur die Pflicht, ne, eines, wie sagt man, eines Diebes, ein Dämon, eines Dämonen. Er war verflucht worden. Er war verflucht worden von der Frau von Shiva. Wie war Malati in dem Fall. Und die hat verschiedene Namen. Ne? Parvati, ja, von Parvati. Ja. Und wie war das dazu gekommen? Ne, das war, okay, jetzt vergesse ich auch den Namen des Königs. Chitraketu. Hat eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Er hatte geheiratet und natürlich wollen die Eltern, die wollen Kinder. Die wünschen sich Kinder. Aber die Frau, die konnte keine Kinder gebären. Und dann nahm er noch eine Frau. Und die konnte auch wieder kein Kind geben. Und so nahm er, der heißt im Baum, Millionen von Frauen. Was das bedeutet, fragt mich nicht.
Und dann irgendwann, ne, er war so frustriert. Ne? Und dann erschien in seinem königlichen Hof, wie heißt er noch? Nein. Ich weiß nicht, wie der Name ist. Ja, erschien ein großer Weiser. Und der sah das Problem, der verstand das Problem von dem König. Und obgleich er ein Heiliger, ein großer Heiliger war, sah er, dass der König nicht bereit sein würde, wirklich, wirklich wichtige, wie sagt man, Unterweisungen zu, oder in diesem Zusammenhang zu verstehen. Er war so besessen, dass er einen Sohn haben wollte. Und er gab ihm eine Segnung, dass er ein Kind haben, dass er einen Sohn haben würde. In der vedischen Tradition ist das so, dass die Eltern, die wollen immer einen Sohn haben. Der Sohn, weil, das habe ich schon oft erklärt, weil die Mädchen gehen normalerweise, die heiraten und gehen zu einer anderen Familie. Die bleiben nicht in der Familie. Und deshalb sind die Jungen, besonders der älteste Sohn, eine große Verantwortung. Und diese Verantwortung ist, dass wenn die Eltern sterben, dass er weiter nur Opfer darbringt, um die Eltern von unglückseligen Umständen, aus unglückseligen Umständen zu befreien. Nur Powerman erklärt, dass wenn die Menschen sehr, sehr sündhaft sind, dann bekommen sie nicht gleich einen Körper, sondern sie verbleiben erstmal als Gespenster. Und für eine Zeit. Und durch die ganz besondere Barmherzigkeit Shivas, werden sie befreit aus dieser Situation bekommen können. So, und deshalb ist es ein wichtiger Punkt, wenn man verheiratet ist, dass er sich bemüht, seine Kinder dementsprechend zu erziehen, dass sie die Familientradition fortsetzen. Und vor allem, dass sie religiös, ein tiefes religiöses Verständnis haben. Und in dieser Weise den Eltern noch weiter helfen können. Nicht wie heute, die denken alle, ja, wenn mein Vater tot ist und meine Mutter stirbt, dann existieren die gar nicht mehr. Dann ist Schluss, weil wir sind nur dieser Körper, die haben einfach kein Verständnis von der Wahrheit, dass wir nämlich nicht dieser Körper sind, sondern ewige spirituelle Seelen. Und dass wir uns hier in der materiellen Welt verstrickt haben. Und verstrickt bedeutet, dass wir überall Reaktionen bekommen und leiden müssen. So. Aber die Dummen, die Fools, die können das nicht verstehen. Und die denken, jetzt lebe ich hier, lass mich im höchsten Maße genießen. Weil wenn der Tod kommt, dann ist alles vorbei. Nein, das ist nichts mehr weiter. So, und deshalb, der sah das, ich kann den Namen erinnern, der Heilige sah das. Und er segnete ihn mit einem Sohn. Und er gab ihm den Namen, du kannst dich noch erinnern, den Namen? Harsha Shoka. Der gab ihm den Namen Harsha Shoka. Was bedeutet Harsha Shoka? Harsha Shoka bedeutet die Ursache von Freude und die Ursache von Niedergeschlagen, Frustration, Enttäuschung, Leid. So, der gab ihm den Namen Freude und Leid. Und dann, dass er geboren wurde, das ganze Königreich war im Jubel, Maha Festival, ein großes Festival. Und die Eltern, die waren, der ganze Königshof war unheimlich in Bliss, in Glückseligkeit. Aber die einzigen, die nicht glückselig waren, das waren die anderen Frauen. Und die wurden neidisch. Jetzt bekommen wir gar keine Aufmerksamkeit mehr von unserem Ehemann. Jetzt gibt er die ganze Aufmerksamkeit der Frau, die ihm den Sohn gegeben hat. Und die machten einen Plan und gab dem kleinen Jungen, gab sie Gift. Und dann musste dieser kleine Junge, der musste den Körper fliegen. Und als die plötzlich merken, dass der Tod war, da war das ganze Königreich, was zu sprechen über Vater und Mutter, die waren total in, die litten oder der Separation, der Trennung von ihrem Sohn. Und inmitten des ganzen Leidtragens erschien der Heilige wieder. Aber diesmal war er begleitet von der Radha Muni.
Angida. Angida ist der Erste. Der Erste. Ja. Und dann erschien plötzlich Angida wieder, aber begleitet von der Radha Muni. Und in dem Fall überließ Angida, überließ Narada Muni diesen Fall. Und Narada Muni fing an zu. Erstmal bat der König, als er sah, dass zwei Heilige gekommen waren, bat er ihn, oh, bring meinen Sohn wieder zurück, bring bitte meinen Sohn wieder zurück. Okay, rief Narada Muni, rief nach der Seele, die den Körper aufgegeben hat. Und sagte ihm, komm zurück. Deine Eltern leiden unheimlich unter der Trennung von dir. Und bitte komm zurück. Und dann kam diese Seele wieder zurück. Und sie fragte, welche Eltern? Ich habe schon so viele Eltern gehabt. Leben nach Leben habe ich Eltern gehabt. Auf welche Eltern beziehst du dich? Und dann, und als der König das hörte, wurde er erleuchtet. Ne? Das heißt, er kam zur Besinnung. Ne? Er verstand, dass er völlig in Maya gewesen war. Nur, dass es eine höhere Realität gibt, eine spirituelle Realität. Und er akzeptierte das. Ne? Das heißt, er entsagte der Familie, er ging, ne? Wie sagt man, trennte sich von seiner Familie und der Radha Muni. Ne? Beziehungsweise der Radha Muni gab ihm Unterweisung, er gab ihm ein Mantra. Der Radha Muni gab ihm ein Mantra. Dass er letztlich sogar zu dem Punkt kam, dass er direkt eine Form Gottes sah. Ne, durch dieses Befolgen des Mantras, das er von einem spirituellen Meister bekommen hat. Ne, diese Mantras sind sehr, sehr mächtig. Wenn sie richtig empfangen werden von einer entsprechenden Person, einer autorisierten Person. Ne, und wenn man diese Mantren chantet, ne, in vorherigen Zeiten waren die Mantren sehr powerful, sehr mächtig. In der heutigen Zeit haben sie nicht mehr so viel Macht. Und manchmal hört man, dass in Yogaschulen, ne, dass die Leute das Gayatri Mantra bekommen. Ne? Habt ihr vielleicht mal gehört? So, die sind die ganz stolz, die haben Gayatri Mantra. Aber Prabhupada hat uns erklärt, dass dieser Mantra, Gayatri Mantra, es hat im Grunde nur Effekt in der Erscheinungsweise der Tugend. Nicht in der Erscheinungsweise Unwissenheit und Leidenschaft, sondern man muss erstmal gefestigt sein, völlig gefestigt sein in der Erscheinungsweise der Tugend. Und dann hat dieses Mantra Kraft. Ne? Und deshalb ist es auch so, ne, Prabhupada hat gewartet mit der zweiten Einweihung. Ursprünglich war das so, dass die Einweihung nur die zweite Einweihung war. Aber Prabhupada hat man erklärt, dass die erste Einweihung bedeutet, dass der Schüler den spirituellen Meister akzeptiert. Und die zweite Einweihung bedeutet, dass der Schüler den spirituellen Meister akzeptiert. Und die zweite Einweihung, dass der gute Schüler akzeptiert. Das heißt, es ist eine Probe. Ne? Das heißt, man wird erstmal aufgefordert, vier gemäß Prinzipien zu folgen, um sich in der Erscheinungsweise der Tugend zu festigen, ne, und die heiligen Namen zu chanten und so weiter, reguläres Leben zu führen, hing uns von Dienst auszuführen. Ne, und dann hat Prabhupada mal gesagt, dass, ne, wenn der spirituelle Meister sieht, ne, dass der Schüler Fortschritt macht, dann bietet er ihm den Gayatri Mantra. Das ist nicht, dass man darauf demand, wie sagt man? Dass man das fordert. Ne? Ne, sondern ich bin jetzt schon so lange dabei, gib mir doch mal jetzt das Gayatri Mantra. Sondern die Beziehung von Schüler und spirituellen Meister ist, dass der Schüler demütig ist und dass er dem spirituellen Meister dient, dass er sich ihm ergibt. Ne, im Grunde bedeutet Einweihung, bedeutet, dass man sich ergibt, dass man sich hingibt. Das ist der Punkt. Ne, und mit der zweiten Einweihung, erwartet man mehr. Ne? Mehr erwartet. Nicht weniger. Ne? Manchmal sehen wir, dass Schüler, ne? Schüler die erste bekommen haben, dann die zweite bekommen und dann nicht mehr da sind. Oder irgendwas anderes machen, ne? was sie also für wichtiger halten. So, das ist ein interessanter Punkt. Ne? Ja. Das stand in einem Brief.
in Prabhupada geschrieben hat, an eine Gottgeweihte, eine der ersten Gottgeweihten, ne, hat er ihr das gesagt, dass das nur ne, das mit dem, die erste und zweite Einweihung, ne, dass das erstmal der Schüler den spirituellen Meister akzeptiert, ne, und dann ist der spirituelle Meister den Schüler akzeptiert. Obgleich es auch auf anderer Seite heißt, dass im Grunde ausreicht, die heiligen Namen zu chanten. Aber ne, wir sollten alles akzeptieren, was förderlich ist im hingungsvollen Dienst, und alles zurückweisen, was nicht förderlich ist im hingungsvollen Dienst. Ne, das erfordert Intelligenz. Dass wir sehen, was förderlich ist, was uns hilft im spirituellen Leben, und sehr wachsam sind mit Dingen, die uns im Wege stehen, die uns hindern im hingungsvollen Dienst. Ne, das heißt, diese Intelligenz ist wichtig. Ne, transzendent spirituelle Intelligenz. Da gibt es im Grunde verschiedene. Ja, da gibt es die materielle Intelligenz, ja, mit der materiellen oder weltlichen Intelligenz. Da ja, machen wir Pläne, um die materielle Natur auszubeuten für unsere Sinnbefriedigung. Ja, und wenn wir die spirituelle Intelligenz ist, dass wir unsere Position beginnen zu verstehen. Ja, und alles so organisieren, dass der hingebungsvolle Dienst und die Hingabe zu Krishna das Wichtigste von allem ist. Und da heißt es sogar, die Shastras sagen, selbst wenn man sich nur einen Moment im hingebungsvollen Dienst beschäftigt hat im Leben, ne, der Effekt geht nie verloren. Zum Beispiel hat Prabhupada mal, das habe ich öfter schon erwähnt jetzt, dann habe ich gelesen, dass Prabhupada gesagt hat, wenn jemand Passadam bekommt von den Devoten, dann sagt der Prabhupada, in der Zukunft wird er ein Gottgeweihter werden. In der Zukunft. Das, ne, die Verteilung von Passadam ist so, so wichtig. Ja, das sind unsere Hostien, wie sagt man? Ne? Hostien? Ne? Katholische Kirche? Ne? Wie sagt man das noch? Die Hostien. Ja, die haben so ein ähnliches Prinzip. Da gehst du erstmal beichten. Ne? Ich bin auch katholisch. Ich bin auch da. Wie sagt man? Nennt man noch die Einweihung da? Die Taufe. Nee. Kommunion. Ne? Kommunion. Da mussten wir lesen. Ich kann mich erinnern, als ich das gemacht habe, mich auf die Kommunion vorbereitet, dann habe ich aus der Bibel gelesen und immer eine Kerze angezündet. Dabei. Ja. Und dann habe ich noch ein Bild von, ne, wie ich da Kommunion nenne. Und in Chile, da lebe ich in Chile zu der Zeit, ne, da musste man so eine lange Kerze tragen, die angezündet war. Gibt es das hier auch? Ah, ja, okay. Ja, das war eine ganz lange Kerze. Da habe ich noch ein Bild von. Das habe ich aber hier nicht. Das ist in meinem Fotoalbum gewesen, was ich während meinen Eltern gelesen habe. So, anyway, der Punkt ist, ne, da ging man erstmal beichten. Ne? Und dann sagte der Pfarrer, dann sagte, ja, jetzt, dann musste ich jetzt mal vier oder drei oder wie viel Vater unser beten. Und so viel Ave Maria oder Maria, ja, Ave Maria, ne? Und dann musst du was in den Korb tun, ne? Die Spende geben, so, ne? Ja. So, und dann ist alles in Ordnung. Und dann, wenn wir dann rausgingen, ne, von der Kirche, haben wir einen möglichen Unsinn gemacht. Ne? Normalerweise bin ich dann immer mit meinem Vater zur Kirche gegangen, jeden Sonntag. Ne? Dann hat er uns mit meiner Schwester mitgenommen zur Kirche. Und das war nicht wie heute. Ne? Wenn man sagt, zumindest in Südamerika, ist das eine sehr wichtige Sache. Ne? Das heißt zum Beispiel, dass die zu der Zeit verschleierten sich die Frauen. Die hatten so einen, wie sagt man das? Ein Schleier. Ne? Die hatten Schleier. Und die saßen getrennt von den Männern. Das heißt, alle seine Frauen. Immer noch? Ah ja. Ne? Wenn man da reinkam, dann musste man erstmal knien auf dem Boden. Ne? Und dann, was war das noch? Irgendwas? Achso, ja, kreuzigen. Ne? Ja. Im Grunde ist das alles genau das, ne, die gleiche Idee dahinter. Ne? Ich habe mal einen Brief von Prabhupada bekommen. Ne? Und da hatte ich über Fragen über Jesus Christus Prabhupada gestellt. Und da begann Prabhupada den Brief. Da sagte er, sehr gut, nur sehr schön, dass du so viel für Jesus Christus empfindest. Und dann sagte Sir Prabhupada, so wenn du dich im hingebungsvollen Dienst beschäftigst,
erfüllst du allein durch die vier regulierenden Prinzipien, befolgst du automatisch die 10 Gebote. Ne? Ist alles enthalten. Und er sagte Schiller Parman, nur als Jesus Christus predigte, da waren die Menschen sehr simpel, sehr, wie sagt man, sehr einfach. Ne? Und er sagte Schiller Parman, in der heutigen Zeit sind die Menschen sehr gebildet. Ne? Sagte Schiller Parman, sind sehr viel mehr gebildet und so weiter. Und deshalb sagte Schiller Parman, deshalb solltest du Mandali Bhatra helfen, die Bücher zu übersetzen und zu den Studenten zu bringen. Das heißt, diese Philosophie den Studenten zu präsentieren. Ja. Ja, das war ein interessanter Punkt. Der Prabhupada sagte, wenn du die vier regulierenden Prinzipien befolgst, dann hältst du automatisch die 10 Gebote an. Aber heute sind diese Sachen alle interpretiert, verwässert. Ne? Anstatt zum Beispiel, wir sehen das in der katholischen Kirche, anstatt dass die Menschen erhoben werden, wie sagt man, bringen sie den Standard runter, mehr und mehr runter. Ne? Anstatt die Menschen auf die Ebene, entsprechende Ebene zu erheben, ne, machen sie mehr und mehr Kompromisse. Mehr und mehr Kompromisse. Ne? Zum Beispiel habe ich gehört, dass die ursprünglichen Christen, die Nachfolger von Jesus Christus, das waren Vegetarier. Die Aramäer waren Vegetarier. Ja. Aber das wurde alles, ich habe da an meinem Computer habe ich einen sehr interessanten, ich weiß nicht, wer mir das gegeben hat, ein interessantes Video, wo nachgeforscht wird. Ne? Da heißt es, wer hat die Bibel, wie sagt man, verändert? Wie sagt man, ne? Oder wenn man das Video sieht, kann man sagen, das ist ein Vegetarier. Ne? Er spricht speziell über, du sollst nicht töten. Und dann hat er das Ganze untersucht in der Geschichte der christlichen Kirche. Und da gab es Zeiten, wo Menschen, wenn die Vegetarier waren, die kamen auf den Scheiterhaufen. Wie sagt man das? Ja, kamen auf den Scheiterhaufen. Das war gegen den etablierten Glauben. Da wurden Menschen verbrannt. Da haben die verbrannt, solche Leute. Was wir sprechen über andere Arten von Dämonen. Ne? Ne, so Srila Prabhupada, ne, er hat im Grunde, ne, manchmal hat Prabhupada auch gesagt, ne, dass wenn jemand in herausfordernder, wie sagt man, Haltung gesagt hat, und Jesus? Ne? Dann hat Prabhupada gesagt, Jesus ist einer unserer Gurus. Ja, das heißt, wir akzeptieren. Aber gemäß Ort, Zeit und Umständen, ne, verändern sich die Zeiten. Und die Bewegung Chaitanya Mahaprabhu ist speziell designed, wie sagt man das? Ne, für diese Zeit des Kali, für die Zeit des Kali. Ja. All die ganzen Regeln und alle diese Dinge, die früher befolgt wurden, die gingen mehr und mehr verloren. Ne, und das Einzige, was in diesem Zeitalter des Kali Yuga, das mehr und mehr unter dem Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit steht, hilft, ist, dass wir die Heiligen Namen Zuflucht suchen bei dem Champanchatten der Heiligen Namen. Und dadurch geläutert werden, dass unser Herz gereinigt wird und unsere ursprüngliche Liebe zu Krishna wieder erweckt wird. Da gibt es einen sehr schönen Vers, ich kann mich nicht mehr das Bengali erinnern, aber da heißt es, und Krishna-Bewusstsein befindet sich im Herzen. Es ist nicht etwas, was man aus einer anderen Quelle bekommt. Ja, passiert mal das? Ja. Ja, zum Beispiel haben wir haben uns beschuldigt, dass wir Gehirn gewaschen sind. Ja, dass wir von außen her beeinflusst worden sind, nur Krishna bewusst zu werden. Das stimmt, ne? aber im Grunde war das nicht etwas ganz Neues oder indoktriniert wurden oder dergleichen, sondern dass man im Grunde nur ein Wegvorgang. Wir sind im Grunde alle, ne, ewige Krishna, ewig Diener Krishnas. Und diese Bewegung Krishna muss sein, ne, ist für diesen, hat diese Aufgabe, ne, den Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder wach zu werden. Wieder aus diesem Schlummer und diesem Schlafen Mayas, nur zu erwecken, wieder aufzuwachen.
Ja, und wieder unsere ursprüngliche, natürliche Position wieder einzunehmen, was Nitya Krishna da ist. Ewiger Diener Krishnas. Das heißt, wir sind nicht dieser Körper, sondern wir sind spirituelle Seele. Und die spirituelle Seele hat ihre eigene, wie sagt man, Ansprüche. Wie sagt man das? Und was sind die Ansprüche? Was sucht die Seele überall unter allen Umständen? Ne? Nicht zu sterben, ewig zu leben. Jedes Lebewesen, wenn der Tod kommt, dann alles Mögliche. Ich habe das ganze Geld ausgegeben zur Heilung, ne? Was man angesammelt hat. Ne? Nur, das heißt, man möchte frei vom Leid, man möchte glücklich sein. Ne? Das heißt, man möchte ewig sein, man möchte glücklich sein, ne? Und man will wissen, wie die Dinge so sehen, wie sie eigentlich sind. Ne? Satchitananda. Und das bedeutet nicht, dass wir nach der Befreiung uns auflösen, sondern dass wir immer noch eine Person sind. Dass wir eine Nitya Siddha, dass wir ewig eine ewige Person sind. Nur die Propaganda heutzutage auch in den Religionen ist, die haben ein sehr unklares Bild, nur unklares Bild von Gott, ein sehr vages Bild von Gott. Und die meisten, die Philosophie, der Einfluss des Unpersönlichen ist sehr, sehr stark überall. So wie du irgendwo so ein Yoga-Schule oder irgendwo sowas machst, ne? Irgendwo anschließt, ne? Stellst du fest, zumindest wenn du das mit den Augen der Shastras siehst, wirst du sehen, dass der Einfluss der Mayavadi Philosophie sehr, sehr präsent ist. Überall. Ja, noch eine Frage oder noch ein Kommentar dazu? Du meinst ja, dass wir für die Eltern, wenn die den Körper verlassen haben, als Seele ja weiter existieren und dass man für die dann weiter beten soll, ne? Ja. Das bestätigt. Das hat Chaitanya Mahaprabhu selber gemacht. Das ist auch nach Gaia gegangen. Ne? Gaia ist ein Pilgerort, wo eine Form Krishnas verehrt wird. Quasi eine Reihe. Und da werden Opfer dargebracht, ne? Mit der Bitte, dass Gott den Vorkommen befreit. Und Chaitanya, im Chaitanya Chaitamila heißt es, dass Chaitanya Mahaprabhu das auch gemacht hat. Ist auch nach Gaia gegangen. Ja. Natürlich nicht, weil er es brauchte, nur, sondern um ein Beispiel zu geben. Man kennt ja quasi nur die Eltern, die man hat. Das gibt es zum Beispiel auch in unseren Breitengraden. Da gibt es auch einen besonderen Tag für die Toten. Wie war das noch? Ja, Totensonntag. Totensonntag. Ja. Ursprünglich haben die für die Toten gebetet. Beziehungsweise die Seelen, die den Körper verlassen haben. Oder? Was ist denn die in der orthodoxen Kirche, aber das kennt ihr bestimmt auch, um die Toten zu beten? Die Gläubigen, die erinnern an die Eltern, die gestorben sind. Ich habe einen Freund von der Kindheit, er fährt jeden Tag von einer Stadt zu anderen Stadt, wo er geboren ist. Und da ist so ein Friedhof und er macht Ordnung auf Friedhof mit dieser Sorge. Wo alle gehen zum Friedhof und
so zu ehren, sozusagen, Vorfahren. Das ist alle Heiligen in Deutschland. Alle Heiligen? Das erste Buch. Das heißt, man hält seine Vorkommen für Heilige? Ja, glaube ich nicht. Auch. Nicht verehren, aber einfach erweisen Respekt und dass man an sie denkt und erinnert. Das ist richtig. Да, вот у него такая вот, как сказать, причастие к религии такая вот, что он верит, что... Kurz, я могу übersetzen. Und damit diese Essen... Sprich zu mir, sonst höre ich nicht. Damit, weil er fährt einmal im Jahr, um so diese Grab von seinen Eltern zu verehren, um Respekt zu zeigen, das ist seine, sag mal was, Religiosität. Ja. Einzige Sache, dass er macht, das macht für das. Ja. Und das war es. Er hat versucht, die Worte zu werden, wenn Prabhu angefangen hat. Er hat versucht, diesen Mann, der fährt, gerade zu werden. Nachdem er die Worte wurde. Er hat versucht, die Worte zu werden. Das ist ein Freund. Aber er hat nie gute Assoziationen und er hat versucht, Devote zu werden. Der Freund von ihm ist das. Er hat versucht, Devote zu werden, dieser Mann. Ja, aber konnte nicht, weil er hatte nicht die richtige Assoziation. Und seine einzige Religiosität ist, dass er einmal im Jahr seine verstorbenen Eltern verehrt. Tja, very good. Ja, im Grunde war ein bisschen von Ukraine oder Russland? Russland. Ja, Russland hat eine lange religiöse Geschichte. Ja, da wurde auch das Jesusgebet gechantet. Ne? Das ist wie so ein Mantra. Ну, что-то такое. Ну, сейчас они в основном такие ничего, неофиты и вообще ничего не делают. Большинство никуда не ходят. Ни в мечети, ни... Да. Die Menschen werden religiös, wenn sie leiden. Sehr intensiv leiden. Dann gehen sie passiv. Prabhupada hat mal erzählt, dass sein Gottbruder ihm erzählt hatte, dass dieser Gottbruder, der wurde später Sadananda Swami, ne, der Deutsche, der war mal nach Indien gegangen, beziehungsweise zwei Deutsche waren das. Die hatten den Swami Bon hier in Deutschland getroffen. Der Bhaktisiddhanta hatte Swami Bon nach Deutschland geschickt. Und der hatte dann zwei junge Männer mitgenommen nach Indien. Ja, und dann hat er, und er hat Bhaktisiddhanta, hat ihm sogar Sannyasi gegeben, dem einen. Ne? Und dann erwähnt Prabhupada, ab und zu erwähnte Prabhupada, dass er irgendwas gehört hatte von seinem deutschen Gottbruder. Ne? Zum Beispiel eine Sache, die er gehört hatte, war, als der Krieg losging in Deutschland, das war ja im Grunde auch ein Weltkrieg, der erste Weltkrieg, da gingen die ganzen Frauen in die Kirche. Und betete zu Gott, dass sie ihren Mann beschützen sollten, ne? Dass er wieder zurückkommen sollte. Und als die dann nicht zurückkamen und getötet worden waren, ne, haben sie den Glauben verloren. Ja? Ja. Ha? Все погибли, и они стали атеистами потом. Жены, что Бог им не помог вернуть их мужей своим, и они перестали верить из-за этого. Мерин? Мерин? Hat er alles verstanden? Hat er alles verstanden, ja. Du sprichst auf Deutsch? Ну, я Шрила Прабхупада знаю эту историю. Я кенте же вишу, что Ah, hast du das? Ich habe gerade gehört.
ja. 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 Geschichte. Hare Krishna. Hare Krishna. Jo, willst du noch was sagen? Спасибо, хочу сказать. Спасибо. За общение. Спасибо. Danke, sagen Sie, die Assoziation mit Ihnen. Danke für deine Gemeinschaft. Dass Sie Ihr Mercy haben. Hadi Bo. Ihr fahrt jetzt los, ne? So wie ich. Ja, ja. Hadi Krishna. Ciao. Danke. Pasibo, ne? Das ist Deutsch. Danke, ne? Danke, спасибо. Pasibo? Спасибо. Pasiba, okay. Yeah. Okay.